Hallo, hallo? Schrauben ist not a crime. Nur wenn man die falsche Richtung dreht, dann schon. Drehen wir in die andere. Junge! Im Prinzip macht ihr das so fest, dass die Schraube abreißt. Dann wisst ihr nämlich genau, wie fest es nicht ist und dann macht ihr eure Ersatzschraube rein. Die ist für euch, Freunde! Die ist für euch! Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und wir paddeln gerade hoch. Neo, wir, Julian, Claudi, der allerechte. Hallo, hallo. Wir sind heute in der Nähe von Bad Liebenzell bei Pforzheim. Schwarzwald. Richtig. Geht's auf ein paar Trails. Der Julian studiert hier in der Nähe und kennt deshalb hier ein paar Trails. Zeigt ihr mir heute mal, wir haben gerade schon ein paar Fotos gemacht. Jetzt geht's los auf eine kleine Trail-Session. Viel Spaß! Let's go! Ja, ist ziemlich kalt heute. Wir stehen vor dem ersten Trail-Einstieg. Ich glaube, 2 Grad hat es oder so. Deshalb müssen wir uns auf jeden Fall aufwärmen. Und der Julian gibt euch ein kleines Tutorial, wie ihr das am besten macht. Der ist schon am Abgehen, deshalb ich schwenke auf jeden Fall. Ist ganz wichtig, dass ihr die Rotatorenmanschette im Knie warm macht. Eure Daumen in den Schultern. Zack, 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 zack. K, O, M, komm! Also, ihr habt es gesehen, Leute. Wir sind jetzt warm. Es kann losgehen, den Trail. Viel Spaß. So, Leute, starten wir rein. Erster Trail. Hype ist da auf jeden Fall. Hip. Sketchy Steinfeld. Hier. Straight line. Oh. Okay. Alter. Genau so müsst ihr in den Trail reinfahren. Ich sehe gar nichts einfach. Einfach gar nichts sehe ich. Ist jetzt ein bisschen technischer. Ich muss ein bisschen Abstand halten. Oh Junge. Da. Alter. Oh, tschüss. So, weiter geht's. Jetzt ein bisschen technischer. Druckpunktverlust an der Hinterbremse. So, ab hier kenne ich gar nichts. Easy, kein Problem. Oh. So. Da piepst dem Julian sein Wahoo. Mal gucken. Ich hoffe, dass es heute nicht wieder am Baum klebt. So, wir haben Geistkopf auf dem Flowtrail. Fuck! Ah! 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 Ah!
Okay, let's go. Junge! Gar nicht eingeklickt einfach. Ja. Oh. Junge, Junge. Ja, okay. Alles gut. Ich wollte umsetzen, wenn er da ausgeklickt. Junge, das ist einfach made. Junge, Junge! Man muss auch mal auf dem Internet mal zeigen, dass es manchmal nicht läuft. Ja, richtig. Jonas versucht das Ganze jetzt mal. Das ist natürlich wieder der GoPro-Effekt, aber man muss wirklich sagen, das hier ist schon männlich. Das ist wirklich nicht ohne. Das darf auch mehrere Versuche brauchen. Das erfordert jetzt höchste Konzentration, ja. Man muss wirklich wissen, was man tut. Sonst darf man das hier gar nicht erst versuchen. Ja. So, Leute, Julian, Claudi, mal gucken, ob ihn sein gelbes Rad auch um enge Kurven geschmeidig macht. Da droppt er rein, wie eine Biene fliegt er jetzt um die Kurve. Ja, ja. Geil. So, Leute, zweiter Versuch. Bis Claudi. Yo! Nice! So, Kameraübergabe hat stattgefunden, das heißt, Jonas fährt jetzt mal voraus. Jetzt wird's Tech, wow, sagte er und verkackte. Da muss man cool bleiben, die Kontrolle bewahren. Darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber souverän gelöst hier vom Jonas. Ein bisschen Abstand halten, denn die Abfahrt jetzt hier ist ein bisschen kriminell. Genau, bleiben wir hier auf der Highline. Alright. Ja, jetzt kommt hier ein Stück. Das ist wirklich böse. Sauber, sehr schön gemacht. Sehr schön gelöst vom Jonas. Sideways ohne Ende. Da muss ich den kurz wieder, darf ich den Anschluss nicht verlieren. Wir fahren hier inside. Schön umgesetzt. Das macht einfach Spaß. Loam Surfen, man steht natürlich viel auf der Bremse hier. Das ist dem Gefälle geschuldet. Aber auch eine gute Abwechslung. Willkommen Abwechslung vor allem zu dem Alltag auf den Home Trails. Das geht wahrscheinlich vielen von euch so. Hier wird es jetzt richtig schmal, der Weg. Das ist noch nicht ganz optimiert für unsere breiten Mountainbikes. Wow. Schön. Oh. Tire an Tire. Schaltwerkkiller. Bisschen Abstand. Wow,
Boah, der war nicht so schön von mir, aber durch. Auf jeden Fall ein sehr fordernder Trail. Da kommt jeder auf seine Kosten und vor allem auch wahrscheinlich an die eigenen Grenzen. Selten bin ich so oft ausgeklickt wie jetzt eben mit dem Run hier. Es taugt schon ultra. Ein bisschen treten. Da wird gepflegt. Okay Leute, nächster Trail. Am Anfang ein bisschen Wanderweg hier. Hat der Julian gesagt. Wusste. So, jetzt geht's zum richtigen Trail. Ich sehe gar nichts, komplett bombt von der Fresse hier. Oh Junge! Alter! Ah, drop! Danke! Oh! So, weiter geht's! Trocken, eine Seltenheit heute. Boah, fast nicht bremsen. Juhu. Oh, da kommen die EWS-Lines raus hier. Junge! Alter! Oh! Julian wirft mir hier Steine in den Weg. Was? Ja, ja. So. Bin mal kurz ausgenockt worden. Das war einfach zu steil. Eingelenkt. Claudi, am Kochen. Ja, Maestro kann man es erst nennen, wenn man auch das Resultat kennt. Noch ist es ein Projekt, aber es sieht gut aus, würde ich sagen. Läuft. Jo, wir sind beide gerade im Studio beim Julian in der WG und ja, haben jetzt so ein bisschen am Bilder bearbeiten, gucken ein paar YouTube-Videos nebenher und ja, Videos sind am Rendern. Einmal beim Julian, der hat mit meinen Clips, die wir heute gefilmt haben, zusammen auch ein Video geschnitten. Das kommt auf seinem Kanal online, den verlinke ich mal in der Endcard oder so. Und ja, das war's von dem Tag heute. Wir sind raus, sind beide ziemlich platt. Morgen geht's nochmal fahren. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Ciao.